Tod, sagen wir mal lieber, um keinen neuen Ärger zu bekommen, des vergangenen Panchen Lama. Eine feste Überzeugung, dass auch im Kommunismus erzogene Buddhisten am Ende Buddhisten sind. Und wir sehen das ja, der Karmapa Lama, der über lange Jahre in Tibet unter chinesischer Aufsicht erzogen worden ist, als er wirklich voll erwachsen war, als er gesehen hat, in welcher Umgebung er liegt, hat er die erstbeste Gelegenheit genutzt, um das Land zu verlassen, um nach Dharamsala zum Dalai Lama zu gehen. Und wir wissen durchaus, dass viele andere bei den Chinesen das versucht haben, das so gar nicht gelungen ist. Insofern gibt es da so einen zweiten Trend, den ich sehr spannend finde, weil das gäbe es in unserer Welt nicht. Also ich glaube nicht mal in unserer religiösen Welt. Wir glauben, das ist alles sehr viel rationaler an dieser Stelle und der politischen Welt schon gar nicht. So eine Gelassenheit zu sagen, im Ergebnis können die eigentlich machen, was sie wollen. Auf der religiösen Ebene werden die uns nicht spalten können, weil das schaffen sie nicht, weil die Religion, die Anziehungskraft dieser Überzeugung zu stark ist. Das ist die religiöse Botschaft, mit der ich mich nicht jeden Tag beschäftige, aber die man in der Politik mit verstehen muss, die dahinter steht, wenn man verstehen muss, mit welcher ja unglaublichen Gelassenheit persönlich, ich glaube, das sehen wir beide so, der Dalai Lama in der Lage ist, diese Aufgabe auch in einem hohen Lebensalter zu schultern und Wichtiges von Unwichtigem zu entscheiden. Das ruht aus der Überzeugung, die richtigen Weichenstellungen für die Zeit danach getroffen zu haben, soweit er es kann, und gleichzeitig die Überzeugung, dass es Kommunisten nicht gelingen wird, kommunistische Buddhisten zu erziehen, sondern dass am Ende auch der Versuch von Kommunisten, Buddhisten zu lehren, immer Buddhisten hervorrufen wird. Das ist eine sehr spannende Grundüberzeugung. Und was man zugeben muss, im ersten Mal hört man da ungläubig zu, ich rede dann seit Jahren mit ihm darüber, aber er kommt immer wieder und sagt, hast du gesehen, der ist jetzt auch da. Das finde ich interessant auch, dass er erkannt hat, und ich denke, dass er richtig erkannt hat, dass natürlich die chinesische kommunistische Partei ein großes Problem hat. Der Kommunismus ist es nicht mehr, der das Land zusammenhält. Der Kapitalismus ist es im Moment, das reich werden wollen, die Lebensbedingungen verbessern. Aber in den großen Städten ist auch das schon bis zu einem gewissen Grade nicht mehr der Kitt, die diese Nation zusammenhalten könnte. Und es gibt aber einen anderen Kitt, abgesehen vom Nationalismus, der auch für die KP sehr gefährlich ist, ihn zu fördern. Und dieser Kitt heißt, es muss irgendwelche religiösen Überzeugungen geben, Konfuzianismus gehört dazu, aber eben auch der Buddhismus, die vielleicht so etwas Ähnliches wie einen Zusammenhalt im Volk dann letztlich erreichen können. Insofern geht es wieder zurück zu dem, was Sie die Harmonie des Parteitages nennen, die Harmonie des ganzen Landes, das Ausbleiben oder das Verhindern von Chaos, ist, glaube ich, das, was die kommunistische KP am meisten will. Abschließende Frage noch an Hessens Ministerpräsident Roland Koch. Herr Koch, Sie haben das Buch gelesen, wir wissen davon, war vielleicht auch hilfreich für Sie. Es gibt eine Fülle von Dalai Lama-Büchern. In ganz unterschiedlichen Spektren, esoterisch angehaucht, mit Lebensratschlägen versehen, die aus irgendwelchen Ecken kommen. Ihre persönliche Meinung, Mann zu Mann, Auge ins Auge zu Erich Vollerts Dalai Lama-Buch. Das Buch ist ein anderes Dalai Lama-Buch. Das zeichnet es nach meiner Einschätzung aus. Die meisten literarischen Beiträge sind ja entweder Werke von ihm oder von ihm autorisiert oder sehr nah sozusagen an einem narrativen Lebenslauf liegende Bücher. Das ist dieser Weg des einfachen Nacherzählens, am Spiegelmann verwehrt geistig, sonst wäre er da nicht so lange geblieben. Sondern es ist ein Buch, das sich durchaus von einer kritischen eigenen Position mit einem freundschaftlichen Blick zuwendet. Ich glaube, das sind die beiden Elemente, die den Leser nicht auch immer glücklich machen, weil da bleiben auch eine ganze Reihe von Fragen offen, die aber einem von uns in Deutschland, glaube ich, ganz gut ermöglichen zu verstehen, was eigentlich sozusagen hinter der Chiffre der Personen steht. Sie ist Repräsentant einer Religionsgemeinschaft, sie ist eine Figur der Weltpolitik, sie ist ein Mensch. Der Dalai Lama beginnt jede seiner Reden mit den drei Sätzen, ich bin ein Mensch, ich bin ein Buddhist und ich bin ein Tibeter. Und in dieser Reihenfolge. Und hier beschäftigt man sich auch mit dem Buddhisten, aber eigentlich mehr mit dem Mensch und mit dem, der eine politische Konstellation betreibt. Und wenn man eigentlich eine Einschätzung, eine eigene finden will, ohne sich dauernd damit zu beschäftigen, kann das gut gehen oder nicht, dann ist sie in dem Buch enthalten. Ich würde zum Schluss in der Nuance, ich teile alles, was da im Grundsatz, ich würde den Tatbestand, dass die Chinesen inzwischen, was Voller zuletzt gesagt hat,
inzwischen eigentlich ahnen, dass sie etwas brauchen wie Religion und dass ihre Einschätzung, Religion zu verbieten, eine Kommunistin hat mir jetzt wieder bei meinem Besuch auf die Frage hin dann geantwortet, ich brauche keine Religion, ich habe den Kommunismus. Die kommunistische Führung Chinas weiß, dass das Unsinn ist. Und deshalb ist die Frage, wenn der Dalai Lama noch einmal nach Tibet zurückkommt, ob zu Besuch oder für länger, dann ausschließlich deshalb, weil die Chinesen der Auffassung sind, dass es klüger ist, mit einem Menschen, den sie kalkulieren können, zu beginnen, ein Abkommen über das Verhältnis Religion-Staat in China zu treffen, das über sein Leben hinaus Bestand haben kann, als keinen religiösen Führer für lange Jahrzehnte zu haben und trotzdem eine Relation Staat-Religion hinbekommen zu müssen. Und was wir als Westen da sind, ist ein Stück Emulgat, ist ein Stück, ja, Stolz der Chinesen, schaut mal, wir haben auch dieses Problem gelöst möglicherweise, ist ein Stück Herausnahme von Kritik, Angst, weg, Selbstbewusstsein starten. Das ist die Rolle des Westens. Wir sind nicht die, die die chinesische Politik machen können, aber wir spielen eine Rolle in einem Gesamtkräftespiel. Und das Faszinierende, wenn man das Buch liest, ist, da kann man das sehr gut erkennen, der Dalai Lama ist eine ziemlich beachtliche Größenordnung in diesem Gesamtkräftespiel. Weniger aus unserer Sicht, da ist er ja oft eher ein Apersü in der Tat, sondern aus der Sicht der Chinesen, da steht er jeden Tag auf der Tagesordnung. Er ist nicht im Westen bedeutend und in China eine Quantité negligeable. Er ist in China auf jedem Schreibtisch, wenn auch als Bild verboten, aber als Gedanke an ihn auf jedem Schreibtisch. Und bei uns kommt er Gott sei Dank gelegentlich vor, was angemessen ist. Und ich glaube, wenn man das verstehen will, dann ist das Buch eine ganz gute Empfehlung dafür. Vielen Dank. Moment, ich darf den Herrn Minister...